Servus, grüß euch, ich bin's der Michi Nikolaus, euer Barista mal aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ganz gerne eine Maschinenvorstellung machen, und zwar geht es heute um die ECM Mechanica 6 Slim, in dem Fall als Heritage Line mit den Messing-Applikationen, was richtig cool ausschaut. Und dazu kommt die Kaffeemühle, und zwar die 64er Kaffeemühle von ECM. In dem Fall ist es die manuale, die C64. Wobei die S64, die Automatik, ja eigentlich komplett identisch ist, gerade dass sie halt dann einen Timer hat. Die erkläre ich auch noch gleich ein bisschen mit, und es ist eigentlich ebenfalls in der Heritage Line mit Messing-Applikationen und in Verbindung mit der Milchkanne, die halt auch noch so ausschaut, ist es eine wunderbare, bärige Sache, und die möchte ich euch heute ganz gerne ein bisschen vorstellen. Fangen wir wirklich an. Wir sind ECM-Fachhändler und freuen wir uns total. Das ist also Herzblutgeschichte. Wir haben uns mit denen unterhalten. Wir sind auf einer Wellenlänge. Das ist ein Hersteller, der wirklich sehr, sehr hochwertige Maschinen verbaut. Wir reparieren im 18. Jahr. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen. Wir sehen sehr viele Maschinen und man sieht halt schon, welcher Hersteller verbaut, wie verbaut der Hersteller, was verbaut der Hersteller und wie denkt der Hersteller in Bezug auf Langlebigkeit. Und da fahren wir, glaube ich, wirklich auf einer Wellenlänge mit ECM, und das freut uns wirklich total, dass wir da jetzt, wie gesagt, auch ECM und Profitec-Fachhändler sind. Das ist ein Hersteller, der eben sehr langlebig baut, aber wenn er was verkaufen tut, halt auch immer gern über einen Fachhändler verkaufen tut. Nicht über irgendwie einen Online-Shop. Online-Shop, Warenkorb weggeschickt. Ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, wenn ihr eine Kaffeemaschine entwickelt, konstruiert und bauen tut, die wirklich langlebig ist, dann geht es halt dann auch irgendwann einmal darum, wo bringt der Kunde die Maschine später mal zur Reparatur hin. Und das habt ihr halt online nicht. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz wichtige Sache. Und ich freue mich da sehr, dass bestimmte Hersteller, wie ECM Profi, die kommen es halt schon alle, andere drehen sich gerade in dieser Richtung, dass sie sagen, aha, wir bauen langlebige Maschinen, das ist ein Sinn und Zweck der Sache. Aber wir verkaufen die ausschließlich nur noch über einen Fachhändler, der halt auch dementsprechend die Werkstatt hat. Regelmäßig auditiert wird vom Hersteller, die Werkstatt begutachtet wird, passt alles, ist das Wissen da, werden Kurse angeboten und solche Geschichten, dass man wirklich irgendwo hingehen kann und sagen kann, pass auf, der Fachhändler, wenn der da Fachhändler ist, dann kennen sie der halt auch wirklich aus. Deswegen freuen wir uns sehr, sehr ganz besonders, dass wir halt ECM und Profitec Fachhändler haben, weil man halt, wer uns kennt, weiß, dass wir mittlerweile schon im 18. Jahr Kaffeemaschinen reparieren. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist in der Richtung. Also, die ECM Mechanica 6 Slim als Heritage Line in dem Fall möchte ich euch gerne zeigen. Die hat diese Messing-Applikationen, die sieht man auch da bei den Manometer und auch bei den Drehknipferl. Finde ich total bärig. Also passt super. Wie ihr seht, ist bei uns eher so ein bisschen Industrial eingerichtet, ein bisschen Messing-lastig, und da passt die Maschine wirklich super dazu. Schaut es euch bitte sehr gerne an. Gibt es natürlich auch in einer normalen Variante ohne Messing, also mit Edelstahl halt. Wir haben es halt in Messing. Ich finde Heritage ist schon geil. Also finde ich schon cool. Entschuldigung. Also, ihr kennt uns, wir haben die Maschine natürlich schon auseinandergebaut, wir haben den Deckel aufgemacht, wir schauen uns natürlich immer noch, wie schaut eine Maschine aus, bevor es da bei uns in den Verkauf überhaupt rauskommt. Deswegen können wir sagen, wir haben eine ganz schöne, bärige Maschine. Das ist eine Zweigreismaschine, ein Zweigreiser, die hat einen Kessel, der beide Temperaturen, also für Dampf, also Teewasser, Dampf und Kaffee eben vorhalten tut, und das passt wirklich auch ganz nett. Und habe aber gleichzeitig eine kleine PID-Verstellung. Und die habe ich da unten an der Unterseite. Das seht ihr nicht, aber ihr Herz ist. Ich kann also über das Druckknipferl da unten die Kesseltemperatur und damit die Brühtemperatur in drei verschiedenen Stellungen eben verstellen. Eben plus 4 Grad und nochmal plus 4 Grad. Das ist also eine wirklich schöne, gewandte Sache, weil je nachdem, was ich für einen Kaffeesorten habe, möchte ich den ein bisschen, kann ich durchaus ein bisschen mehr heißer fahren, dann fahre ich halt mit 96, 98 Grad. Und wenn ich ein bisschen einen empfindlicheren Espresso habe, wo ich so kackert, ja, der ist eher bei 90 oder ein bisschen vollmundiger als bei 96, dann kann ich mir halt das so einstellen, wie ich das gerne hätte. Bitte verstellt das, bevor die Maschine aufgekürzt ist, weil natürlich ganz klar, wenn der Edelstahlkessel, und ECM verbaut nur noch Edelstahlkessel, aber wenn der Edelstahlkessel seine Temperatur hat, dauert es halt ein bisschen, wenn ich dann erst die Temperatur verstellen würde. Also bitte Temperaturverstellung, da ich es aber machen, wenn die Maschine aufkürzt, also beim Aufkürzen einfach ist. Ich tue mir den Deckel runter. Ich habe da unten drinnen, hinten drin, einen schönen 3 Liter Wassertank.
mit einem kleinen Wasseransaugstöpsel. Es gibt einige Anekdoten, die einfach technisch, muss ich einfach leider immer wieder verzeihen, es tut mir fürchterlich leid. Aber ich glaube, nein, eigentlich tut es mir gar nicht leid, weil es wirklich wichtig ist. Wir haben Hersteller, die haben da beim Wassertank so einen großen Stöpsel drauf. Das heißt, wenn sie bei den anderen Maschinen den Wassertank unten reinsteckt, verdrängt sie unten relativ viel Wasser und oben spritzt dann einen Haufen Wasser raus und dann habt ihr da hinten irgendwie ein Wasserlock. Oder die Sicherung fällt, weil irgendwas los wird. Und das ist eigentlich mega schade, weil kostet ja auch über Geld und das ist eigentlich dann wirklich schade. Von daher, man sagt das schon, bei Profitec und bei ECM haben sie die Leute halt auch, und die Konstrukteure halt auch wirklich viel Gedanken gemacht. Die haben sich überlegt, wie ist denn das daheim? Wie läuft denn das daheim? Und wie läuft das halt auch im normalen Leben? Und das finde ich ganz wichtig und gewandt. Das heißt, ein kleiner Anschluss, verdrängt kein Wasser, ich spritze da kein Wasser raus, das passt wirklich gut. Und ihr kommt da mit der Hand rein. Das finde ich total cool. Das spannt man vielleicht beim Kaffen noch nicht so sehr, aber daheim, im Haushalt, im normalen Leben, spannt sich das auf alle Fälle. Und das ist wirklich wichtig, weil, ihr kennt es da mit der Hand reinfahren. Wir haben Maschinen oder wir haben Hersteller, die so einen Wassertank haben mit so einem kleinen Lächel drin. Da kommst du nicht einmal mit der Kinderhand rein und ich schon gleich dreimal nicht. Die kannst du nie wieder richtig sauber machen. Und wir wünschen uns gern, oder ich tat einfach gern als Kunde auch, wenn wir wieder den Wassertank einmal ein bisschen sauber machen, weil so wie es dem Wassertank geht, geht es halt der Maschine halt. Deswegen komme ich ganz einmal rein, eine Quante, überlegt die Sache. Ebenfalls da hinten komme ich auch wunderbar rein mit der Hand und kann das ganz einmal reinigen und dann passt doch das ganz gut. Wir haben da hinten, wenn ich den Deckel aufschraube, haben wir ja schon gemacht, eh klar. Wir haben einen 1,9 Liter, also sprich einen 2 Liter Kessel, Edelstahlkessel drin. ECM verbaut ausschließlich Edelstahlkessel, natürlich gedämmt, also das passt wirklich da ganz gewandt und gut. Und die habe da herum ein verstellbares Expansionsventil, das ist ein Schlitzschramm. Und ihr kennt es mir da, den maximalen Pumpendruck von der Pumpe, die da unten verbaut ist, halt auch so verstellen, wie ihr das gern haben möchtet. Das heißt, ihr könnt den auf 9 Bar stellen, dann probiere ich halt meinen Kaffee auch mit maximal 9 Bar. Oder ihr könnt es auf 13 Bar stellen, so wie euch euer Gusto ist oder so wie euch das halt einfach beliebt. Da haben wir wirklich mehrere verschiedene Kundschaften, wo eigentlich jeder, wenn er die Möglichkeit hat, das auch gerne mal verstellt, weil einfach mit mehr Druck schmeckt es wieder ein bisschen anders, als wie mit ein bisschen weniger Druck. Und ich kann also in dem Bereich zwischen 9 und 13 Bar oder was, kann ich durchaus irgendwas, einen Kaffee brühen, einen Espresso brühen. Und dann schmeckt es halt dementsprechend ein bisschen anders und kann gleichzeitig die Mühle dann auch ein bisschen mit anpassen. Die Möglichkeit der Verstellung hat die Maschine, also wirklich eine schöne, saubere Sache. Finde ich total wertig. Die Maschine hat hier zwei Drehknöpfe. Das heißt, ich kann das Teewasser und den Dampf aufdrehen und wieder zudrehen. In dem Fall auch wieder mit Messing-Applikationen. Bei der normalen Maschine sind es halt nicht in Messing. Gell? Aber das ist alles gut, das ist gar kein Ding. Ich habe die T-Düse und die Dampfdüse dran. Durch das, dass ich einen 2 Liter, also 1,9 Liter Kessel habe, habe ich auch ein gewisses Dampfvolumen. Und da mache ich halt auch wirklich, wenn ich mal Gäste habe, einen wirklich schön gemütlichen Cappuccino auch für mehrere Leute. So wird es eigentlich auch gehandelt. Ich habe die VEMA E61 da vorne drauf. Die finde ich ganz bärig als Techniker. Die ist immer nur so gebaut, wie sie im Prinzip von der Funktionsweise immer nur so gebaut, wie sie es früher gemacht haben, mit Achsen und Federn, also eine mechanische Brüheinheit. Da stehe ich total drauf, weil einfach das eine Mechanik ist. Das finde ich einfach, ja, hat ja jeder sein Vorbild dafür. VEMA-Brühgruppen finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr klasse, wenn die warm ist. Die Maschine braucht ca. 18 bis 20 Minuten, bis warm ist. Wenn das Messing da hervor alles warm ist, dann hält die halt auch relativ lang die Temperatur und ist da relativ zuverlässig. Wir werden durch das, dass der Zweigreiser ist, die Maschine gern vor dem Kaffee machen, ein kleines bisschen länger flaschen, ein kleines bisschen länger spülen. Falls die Maschine einfach mal eine Stunde steht oder zwei Stunden steht, eingeschalten, habe ich ein kleines bisschen Stauwärme drin und das muss ich mir halt ein bisschen einberechnen, das heißt mit einplanen, dass ich einfach dann 3-4 Sekunden kurz spülen tue, dann komme ich wieder auf meine ganz normale Temperatur und dann passt es wieder soweit. Ich habe da hier unten, brauchen wir glaube ich gar nicht viel sagen, Einschaltlampe, Temperaturlampe, Einschaltknopf, brauchen wir glaube ich nicht groß erwähnen, aber ich habe da die zwei Manometer. Einmal ein Kesseldruckmanometer, einmal ein Brühdruckmanometer. Das Kesseldruckmanometer zeigt euch den Druck, also die Temperatur in Bar praktisch, vom Kessel. Je nachdem, was ihr von unten für eine Temperatur einstellt, ihr könnt da plus 4 Grad und nochmal plus 4 Grad variieren. Das ist dann eigentlich eine Brühtemperatur zwischen 90 und 99, also 98, 99 Grad. Zeigt auch das Kesseldruckmanometer halt einen anderen Druck an. Total informativ, passt.
Wo ich aber wirklich, wirklich richtig drauf stehe, ist dieses Brühdruckmanometer. Wir verkaufen Maschinen ausschließlich mit Brühdruckmanometer, weil das, egal ob Professional Barista oder Beginner, das die Sache ganz transparent macht. Und zwar, dieses Manometer zeigt euch den Brühdruck, den ich da drin in meinem Kaffee drin habe. Und es ist gleichzeitig die Mahlgrad-Einstellung. Das heißt, komme ich da noch 5, 6 Bar, wenn ich jetzt die Mühle auf eine neue Sorte einstellen tue, dann sehe ich das eigentlich schon mit den 5, 6 Bar, das ist zu wenig. Also ich bin da beim Kaffee noch ein bisschen zu grob gemahlen und muss einfach meine Mühle noch ein bisschen feiner, also da kommt auch überlang nicht, da, noch ein bisschen feiner stellen. Und dann komme ich da einwandfrei auf den Druck, den ich gern hätte, eben zwischen 9 und 13 Bar. Das ist bärig, weil das einfach die Sache transparent macht. Und ich mag Sachen, die das transparenter machen. Es ist eine mechanische Sache, wenn man Kaffee-Espresso macht. Ich kann also wirklich einen ganz tollen Kaffee da rausbringen. Aber wenn es da so Sachen, also so Bauteile, Dinge gibt, wo ich mir sage, ich kann das, den Brühdruck anpassen, ich sehe, was für einen Druck das ich habe, damit das transparent ist mit meinem Mahlgrad, das finde ich einfach total schön und wirklich klasse. Ich habe die Auffangschale in ganz normaler, also wirklich in bewährter ECM-Qualität. Das ist ein ganz dickes Blech, das verbirgt uns auch keine gerade Kanten und ich schneide mich auch nirgends beim Putzen. Also von daher wirklich echt schön, ganz lieb und nett und schön verbaut. Das ECM-Logo in dem Fall in der Heritage-Line eben auch ein Messing. Normalerweise ist ganz normal das Aluminium bzw. stahlfarbig. Aber halt, wie gesagt, die Heritage-Line wunderbar schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Das soweit einmal zur Maschine. Es ist ein Siebträger dabei. Es sind zwei Siebträger dabei. Bei der sind zwei Kreiser, zwei Siebträger. Das kann man sich merken. Es tut mir leid. Zwei schöne, schwere Siebträger, Messing-Siebträger, die gelangt so. Die werden so um die 500, 600 Gramm haben, also wirklich schön massiv. Die sparen Sie bitte ein, wenn Sie die Maschine aufheizen jetzt, damit der Siebträger auch dieselbe Temperatur hat, wie die Brühgruppen halt auch. Und ich dementsprechend keine Temperaturverluste habe, wenn ich mir heute halt einen Espresso in meiner vorgewärmten Espresso-Tasse eben reinlaufen lasse. Also von daher wirklich eine schöne Sache. So schauen die innen drin aus, die Siebträger. Seid so nett und wir geben euch das immer gerne an die Hand mit dem Reinigungspulver, nicht nur die Brühgruppen, alle regelmäßigen Abständen die Brühgruppen reinigen, damit wir da kein Kaffeeöl drin haben, das später im Verlauf dann ranzelig wird, das möchte keiner. Aber auch den Siebträger einfach einmal alle 3-4 Wochen auseinanderbauen und einfach stärkt in so ein Reinigungspulver einfach einsetzen und dann bleibt der so schön sauber. Eine ganz bärige, schöne Zweikreismaschine ist jetzt gar nicht so protzig, groß, breit, sondern hat auch, also ist nur unter 30 cm, passt also auch, 28 meine ich hat es. Und ja, wir sind da sehr, sehr glücklich mit der Maschine. Schaut es euch an, ich kann es euch als Zweikreiser wirklich nur empfehlen. Und es ist im Gegensatz zu manchen anderen eine bessere Qualität. Kann man das so sagen? Ich glaube, das war jetzt nicht nett. Eine anders verbaute Qualität, eine langlebigere Qualität. Einfach weil der Hersteller wirklich nur so schaut, hey gut, wir bauen eine Maschine und die sollte der Kunde vielleicht, wenn er wirklich gut aufpasst auf den Kalk, Verkalkung, Reinigung und seine Geschichten, Pflege halt, dann kann eine Maschine locker 20, 25 oder noch älter werden, also je nachdem, sollte es so lange herhalten und so sollte es sein. Passt perfekt. Bin ich gern bereit, dass ich das so ausgibt, weil ich danach eine Freude habe an einer Maschine. Und an so einer Maschine hast du halt jeden Tag erfreut, weil die halt so verbaut ist. Entschuldigung, ich schwärme. Ich bin verliebt. Ich habe da in der Verbindung sogar auch die Mühle, die nehme ich auch bei der Synchronica ebenfalls her. Das ist jetzt die manuale, die hat 64er Mahlscheiben drin. Ganz bärige Mahlscheiben. Ich tue mir den Bohnenbehälter kurz raus. Der ist da schön reingesteckt. Und ich habe eine stufenlose Mahlgradverstellung. Das heißt, ich habe da hinten eine Schnecke. Und kann es wirklich ganz stufenlos, ganz, ganz fein so einstellen, die Mahlgrad, wie ich es gern hätte. Bei der Mühle ist es so, bei der Mühle, die gibt es mit einem Behälter, es gibt aber auch einen Blasebalg. Das heißt, ich kann die Mühle als manuelle Mühle hernehmen, in dem Fall ist das die manuelle Mühle, mit einem Blasebalg, dann kann ich es als totraumfreie Mühle hernehmen. Und das ist wirklich eine coole Sache, weil das blase ich dann einfach am Schluss raus,
schmeiß vorher die definierte Kaffeemenge rein, also Bohnenmenge, lass durchmalen und tue da mit dem Blasebalg einfach nochmal draufdrücken und dann ist das Ding leer. Und dann habe ich immer einen frischen Kaffee und habe eine totraumfreie Mühle. Ganz eine bärige Sache. Gibt's, das ist die Zeman C64 Manuale und die S64 Automatik gibt es eben auch noch. Es schaut eigentlich genauso aus und hat aber da hervorne einfach nur zwei Kaffeemengen zum Programmieren. Hätte ebenfalls eine Totraumfreifunktion, das heißt, dass sie durchmalen würde, gäbe es eben auch noch. Und ihr seid mit beiden Mühlen sehr, sehr gut angerichtet, weil beide durch die 64er Mahlscheiben wesentlich schneller mahlen, wesentlich sauberer mahlen, sie nicht erwärmen. Und ihr könnt es, wie gesagt, beide als totraumfreie Mühle hernehmen. Ich habe in dem Fall jetzt die Mühle, weil die halt einfach auch da herum auch diese Messing-Applikationen halt dann auch hat. Wir haben das alles durchaus in einem Bundle da. Bitte redet uns da sehr gern drauf an. Dafür sind wir ja da. Wir haben die Maschine bei uns in der Ausstellung. Kommt vorbei, wir schalten euch die Maschine ein und dann lassen wir es halt einfach laufen und dann sieht man es einfach schon. Langt sie so bitte, kommt vorbei und ihr dürft es da umeinander tappen, ihr dürft nichts runterschmeißen, gell? Aber ihr dürft halt schon was umeinander klangen. Stimmt das, was er da sagt an der in seinen Videos, schneidet man sich die Finger auf oder eben halt auch wirklich nicht, so wie es bei den Maschinen halt auch gar nicht der Fall ist. Kommt bitte sehr gerne vorbei, das war es soweit gewesen. Einfach eine kleine Vorstellung, das ist die EC Mechanica 6 Slim, in dem Fall als Heritage, mit der passenden Mühle ebenfalls die Heritage und natürlich der Milchkanne ebenfalls Heritage. Und eine ganz schöne Sache, ich finde, dass das nett ausschaut. Das war es soweit gewesen, ganz lieben Dank fürs Anschauen und wir freuen uns über jeden, der unseren Kanal abonniert, teilt oder am meisten freuen wir uns über jeden, der bei uns in den Showroom reinkommt und sagt, hack auf mich, ich habe das Video gesehen, zeig mir doch einmal die Maschine oder so. Gell? Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen ganz schönen Tag. Servus!